herzlich willkommen. Grüß euch, ich bin die Christine. Ich darf euch heute zeigen, wie man aus einem fertigen Germteig einen 6er Stritzel flechten, das heißt einen Stritzel mit Fenster. Gut, wir brauchen einen sehr guten Germteig, den könnt ihr herstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt Rosinen reingeben, ihr könnt ihn ohne Rosinen machen. Nachher können wir ihn dann mit Eierstreich, mit einem verquirlten Ei bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Das ist immer, wie man es gerne geschmacklich hätte. Ich habe mir jetzt zum Herzeigen, damit wir schönere Stangen draus machen können, einen Germteig ohne Rosinen vorbereitet. Ich habe hier ein bisschen Mehl, damit ich mal stauben kann, wenn ich es gestaubt brauche. Was beim Anfangen noch ganz gut ist, wenn man sehr Gewicht herrichtet, irgendwas, mit dem man den Stritzel am Anfang fixieren kann. Ja? Ich teile einmal meinen Germteig, jetzt sind 6 gleich große Teile. Wenn man es einmal kurz in die Hand nimmt, spürt man gleich, wo man noch ein bisschen weniger hat. Ungefähr. Ja, gut. Und dann beginnen wir, ich stelle das Mehl ein bisschen zur Seite, wir stauben uns die Arbeitsfläche leicht und rollen keine gleichmäßig dicken Stangen, sondern in der Mitte immer ein bisschen dicker und am Rand dünner. Sonst kriegen wir nicht die Form von einem Stritzel, wie wir sie haben wollen, dass man sagt, okay, er ist so leicht am Anfang dünner, sondern sonst würde er halt gleichmäßig in einem durchgehen. Und wir wollen ja doch, wenn dann, an so einen richtigen, schönen 6er Stritzel haben. Einmal vorrollen, dass man ungefähr die Länge hat und ungefähr die gleiche Dicke bei allen 6 Zöpfen oder Strängen. In einem Germteig sind immer drinnen Mehl, Zucker, Eier, Germ. Aromen sind ganz, ganz wichtig. Ein bisschen Zitronenschale, ein bisschen Rum, ein bisschen Vanillezucker. Ich nehme mal den selbst angesetzten Vanillezucker mit Vanilleschote. Gibt einem einfach eine bessere Note. Die ganzen Zutaten mit lauwarmer Milch zusammenrühren. Man kann genauso auch Trockengerm nehmen, spricht nichts dagegen. Und immer glattes Mehl. Das Ganze rührt man zusammen kurz, dann knetet man es in der Maschine oder auf dem Teigbrett runter. Lasst den Teig mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal aufgehen dazwischen und immer wieder zusammenschlagen, wieder aufgehen lassen und dann hat man einen sehr schönen Teig zum Weiterverarbeiten. Und er wird auch feinbohriger und softiger, wenn man zwei, dreimal vorher oder zumindest zweimal vorher gehen lässt. So, jetzt sortiere ich mir meine Teigstränge auf 3 rechts und 3 links. Und das Ganze hinten zusammenkleben. Und das ist also, was ich zu Hause meine. Wenn man das zu Hause das erste Mal macht, ist gut, wenn man sie da hinten einen Kochtopf draufstellt, das irgendwie ein bisschen beschwert, damit man sie dann beim Flechten leichter tut. Wichtig ist immer die Trennung von diesen 3 Zöpfen, weil wenn ich jetzt zum Flechten beginne, muss ich über Kreuz greifen und ich greife immer mit der Hand oben drüber, mit der ich außen beginne. Ich beginne beim ersten Mal links mit meiner linken Hand außen und hier nehme ich immer den zweiten Zopf. Und den einen, den ich hier habe, lege ich in die Mitte rein und der von der linken Seite wandert wieder ganz nach außen. Und genau diese Reihenfolge geht jetzt immer so weiter. Ich nehme einmal von der einen Seite außen und einmal von der anderen. Und ich führe es jetzt einmal so durch, bis wir diesen Zopf fertig haben. Man muss immer wieder und immer der eine von außen in die Mitte rein und der andere. Und so flechtet man das. Und wenn man es dann umdreht, kann man hinten, wenn man zu locker ist, den noch einmal aufmachen und nur schauen, dass man die Zöpfe durchbringt.
ein bisschen abschlagen, den Rand nach innen setzen, da auch ganz fest abschlagen, auch nach hinten setzen. Sechser flechten ist fertig, ganz klassisch, wie ein oben drauf liegender Zopf. Hier auf der Seite, das nennt man in der Fachsprache Fenster, wo immer wieder der eine Strang zu sehen ist und unten auch der Zopf, ist dann, wenn man es einmal ein paar Mal geübt hat, ein Kinderspiel. Gut, viel Vergnügen.